Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute möchte ich euch einfach mit einem einzigen Tor das ganze FIFA 17 Jahr, ja, zusammenfassen, würde ich mal sagen. Also ich persönlich fühle mich gerade nur heftig verarscht, ich zeige euch das Ganze mal. Ihr seht hier erstmal die Statistik, ja, eigentlich ziemlich ausgeglichen, okay, der Sieg geht in Ordnung, das ist oft so, dass ausgeglichene Spiele dann, ja, halt einfach für eine Seite ausgehen. Diesmal habe ich nicht gewonnen, 4:1 verloren, vielleicht ein bisschen zu hoch, aber das lasse ich mir noch einreden, der Gegner war nicht unterlegen. So, 4:1 geht das Spiel aus, schauen wir uns mal das Tor hier an, das ist, glaube ich, hier das, ja, das 3:1, ich war sozusagen noch dran, ja, und dann kriege ich hier das 3:1 reingedrückt, ein Freistoß, blödes Foul von mir, aber wir schauen uns das Ganze jetzt mal ganz genau an. Also, Lacazette hier mit dem Freistoß und ich versuche das Ganze hier zu drehen, okay, das funktioniert nicht und ja, dann würde ich sagen, genau, machen wir es so. Genau, so ist die perfekte Kameraeinstellung für diese Situation. Ja, Lacazette hier mit dem Freistoß. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. In Zeitlupe. So, Lacazette läuft an. Also ihr seht hier, meine Mauer verschiebe ich noch, damit er dann nicht so gut drüber bekommt. Dann schießt Lacazette und ja, sehr krasser Schuss. Und Butland hat da einfach keine Chance. Also wenn Butland den gehalten hätte, dann wäre er einfach nicht mehr Butland, sondern Manuel Neuer. Alter, was ist denn das? Leute, das ist der beschissenste Freistoß, den ich jemals bekommen habe. Es geht jetzt wirklich um was bei mir in der Weekend League. Und zwar will ich jetzt endlich mal wieder Elite schaffen. Hab gerade 25 Siege und irgendwie 6 oder 7 Niederlagen. Das ist, glaube ich, meine 7. Niederlage oder meine 6. Niederlage gewesen. Also es ist eh noch alles offen, aber was ist denn das, Alter? Butland denkt sich so, ja, das lasse ich jetzt mal hier kurz aus. Ja, ohne Spaß, Alter. Sowas fuckt einfach ab und das ist irgendwie FIFA 17 so zusammengefasst. Ja, man raged ja immer ein bisschen rum und genau wegen solchen Situationen raged man halt rum. Es ist bitter, ich habe halt verloren, aber Leute, schreibt mir mal in die Kommentare. Hattet ihr auch so einen heftigen Fail schon mal in FIFA? Wenn ja, beschreibt das Ganze einfach mal in den Kommentaren. Ich werde mir da wirklich alles durchlesen und die lustigsten Kommentare werde ich natürlich auch anpinnen. Und könnt mir auch gerne eure Fails schicken per Instagram oder so oder per E-Mail an fifaallstars8@gmail.com. Dann könnte ich da vielleicht ein kleines Fails-Video machen, eine kleine Fail-Compilation aus euren ganzen Fails. Aber ja, ich wollte euch einfach nur mal zeigen, es ist wirklich so, es ist so typisch für FIFA einfach. Und in FIFA 18 wird es wieder so weitergehen und wir werden uns wieder drüber aufregen. Aber ich musste euch dieses Tor einfach zeigen, das konnte ich nicht jetzt hier auf mir sitzen lassen. Und ja, Freunde, das war's mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und habt immer High Hopes und Ciao.